Vier Fakten über Esel. Esel sind nicht stur. Sie warten ab. Statt wie Pferde in gefährlichen Situationen zu fliehen, bleiben sie erstmal stehen und denken nach. Das hat ihnen einen sturen Ruf eingebracht. Da siehst du, Esel sind nicht doof. Ein Faktor mehr. Was leuchten da so sehr? Kann ich doch. Das sind die letzten Stäbe, die ich gesehen hatte. Ich bin hier gerade dabei. Ich habe gerade noch die letzten Sachen aus dem Wasser geholt. Jetzt packe ich die hier alle rauf. Die Disney-Sticks. Guck mal nach. Die Kanonenkugelkiste ist voll. Nice. Also, hier sind Sachen drin. Oh. Ja, jetzt nicht hier unter Wasser teleportieren, bitte. Danke sehr. Zieh nicht noch eine leere Lagerkiste. Alter, hier ist ein richtiger Schweinefeuerwerk. Schlangenfeuerwerk. Affenfeuerwerk. Nice. Eine leere Kiste, oder nicht? So, was wollen wir zuerst machen, war jetzt hier wieder? Also vom Schleierbund nochmal oder das andere? Schleierbund. Wir fangen mit der ersten Mission vom Schleierbund an. Ich glaube, da müssen wir noch Golden Sands. Okay. Die ist überall. Das ist, glaube ich, überall kannst du hingehen. Ach ja, genau, die erste ist ja von dem Heinze hier in der Taverne. Und dann musst du dich aufteilen. Wir sind ja jetzt jetzt sind wir ja da, wo wir entscheiden müssen, welche von denen wir jetzt als erstes angehen möchten. Und nebenbei noch ein paar Schatzkartenmissionen mitnehmen. Das hätte ich auch vorgeschlagen, aber anscheinend kam es bei dir nicht an. Crook's Hollow, Cutlass Cave. Ich habe noch überlegt, dass wir auch eine Emissary mitnehmen von irgendjemandem. Das war so, dem wir so ein bisschen leveln. Ich habe überlegt von den vom Seelenorden. Na, ich überlege es halt schon. Also ich nehme von Cutlass Cave und von Crook's Hollow jetzt mit. Sein. Sharkbait Cove. Gibt's auch. Na klar, also warum nicht? Von Chip Fricky Hamwit. Nice. Crook's Hollow oder Blunder Valley? Ach ne. Ich nehme Crook's Hollow. Snake Island oder Plunder Valley? Snacke. Crook's Hollow nehmen wir nochmal mit. Von Mina T. Sions. Minas Tirith? Was? Lebt Crook's Hollow 2. Nochmal 2, 3. Axolotl hat 5 vergrabene Sachen. Snake Island hat 2. Sharkbait Cove hat 1. Und Cutlass K hat 2. Dann kann ich schon markieren. Aber bevor du markierst, kannst.
noch einerseits hier noch Dingens annehmen, die. Wieso ist die leer? Ich war doch mal drin. Einerseits die Emissary von der vom Seelenorden und dann die Quest. Ja, muss ich wieder daneben stehen erstmal. Sehen und ist da oben. Hallo, Madame. Oh, falsch. Hier war das. Botschafter 1. Schöne Flagge haben wir da jetzt. Der Schleierbann. You do well to heed my warning, Moment. For this is no ordinary voyage you're contemplating. Few pirates have even heard of the shores of gold, let alone seen them with their own eyes. They say it's an island riddled with untold riches, ancient secrets, hidden tombs and deadly traps. But you won't find it on any map, for it was swallowed up by the mists of the Devil's Shroud. This book is the journal of the pirate lord himself. It tells of his first ship, the Magpie's Wing, and the journey he took to find the mythical Shroudbreaker. The only way Guckt er dich to an? The fog and reach the shores of gold. Guckt er mich an nur? Okay, er guckt mich an. Deswegen. Also jeder hat jetzt mehr Köpfe. Guckt er dich an bei mir? Bring it to me, and I'll set so you on your way to the shores of gold. But don't be fooled. Only the bravest, strongest pirates will make it back alive. I wish you luck. You're going to need it. Noch irgendwas? Warte. Nee, jetzt kriegen wir ja gleich dein Buch. Nehmt mir ein Buch, ey, Junge. Da. Logbuch des Piratenlords, suche nach dem Schleierband, gucke hier. Lese. Also du slidest bei mir auf dem Boden, wenn du das Buch anhältst. Das sieht so bescheuert aus. Nein, ich habe vergessen, die Kisten auszusuchen. Nein. Oh, die sind alle leer. Geht hier nicht. Nein, das ist alles doch voll. Keine Randquest, ich bin enttäuscht. So, ich kann ja mal lesen. Lock erstmal vor ins Wasser. So. Logbuch des Kelpiratenlords, suche nach dem Steuerband. 9. Sommer auf der Sea of Thieves. Jagd nach Legenden. Neue Reise. Neue Logbuch. Ein neues Logbuch, die Shores of Gold. Ein großes Geheimnis. Eine Insel voller Schätze. Verschluckt von Devils Shroud. Ein Hinweis. Die Vorderältesten konnten durch den Nebel hindurch neue Inseln erreichen. Teilte den Schleier. Pfadfinder, Wanderer, Schleierbann. Ich werde die Sea of Thieves durchkämmen und mehr erfahren. Artefakt der Alten. Nach tagelanger Suche auf der Insel gefunden. Sehr alte Truhe. Noch so gut wie neu. Totem drin. Tiertotem. Mehr als eine Statue? Ein Schlüssel? Der Schlüssel zum Steuerband. Segler an geheimen Orte, nutze das Totem in den Steuerband. Trinken. Chance auf Gold. Trinke. Hinterhalt. Die Burning Blade kam uns holen. Wir sind ihren infernalen Kanonen gnadenlos unterlegen. Ich habe eine Entscheidung getroffen.
ab in die See mit der Truhe. Wir finden sie mit dem Schiffslock wieder. Keiner soll sie kriegen. Wir werden sie davon weglocken. Sie haben uns in den Untertiefen eines nirgends verzeichneten Insels zur Wehr erwischt. Zur Wehr erwischt. Direkt zwischen den Inseln Crooked Mast und Crooked Hollow. Meine geliebte Magpie's Wing ist verloren. Und mit ihr auch meine Träume von der Chance of Gold. Das Wrack liegt nun bei dieser nicht verzeichneten Insel? Irgendwo zwischen diesen beiden Inseln. Das Schiffslock ist mit dem Schiff versunken. Ohne Schiffslock können wir die Truhe nicht zurückholen. Gut möglich, dass sich niemand anderes den Steuermann holt. Naja. Wenn es dann Leute geben würde, die es machen würden. Was fährt denn da hinten? Ist das ein Skelettschiff? Alter! Oh. Ich mag dieses Set. Das ist cool, was du da geholt hast. Did you? Ja, ja, ich mag das. Das ist schön. Ist ja das Aurora Borealis Set, oder? Das Nordlicht-Set. Ja, Polarlicht. Kriegt man halt durch den Season Pass. Na, Fabi hat sich mit den Sternen-Dingern geholt. Und das sah ist halt ziemlich gewöhnungsbedürftig aus. Hallo, kannst du. Dann nimmt es dich auf! Dankeschön. Erstmal zum Lager. Sind wir den schon vorbeigefahren oder sind wir schon da? Ja, wo bist du? Bin noch vor uns. Alter, die Button auch sogar auf uns. Ja, lass sie fertig machen, die Jungs. Na, Alter, genau, ey. Sea Haven. Linke Seite! Und... Zerfors. Von daneben, aber egal. Ah, das ist ein Brand. Ups, oder? Na egal, dann schieße ich mit Brand. Jetzt fliehen die! Die fliehen! Die Narren! Und wieder runter! Ups, egal, ich hätte wieder. Oh, durchgeschossen. Das dachte ich mir auch gerade, das war aber nice. Also hier der Schuss hin, ey. Das war doch eine Bombe. Ich schieße einfach gerade, weil das was ich hier gerade in die Hände kriege.
zweite Machete mit voll ins Gesicht. Alter, ich hab mich wieder voll erwischt. Ich bin down. Ich bin down. Der hat mir die zweite Kanonenkugel voll ins Gesicht geschossen. Hi, Leute. Bogenkugeln soll ich mich noch bedienen. Okay. Ja, die haben wir jetzt gerade leider nicht so. Ja, jetzt wird hier richtig geböllert. Ihr sollt brennen, Leute. Irgendwie dreht man gerade weg. Warum? Ich hab am Ende das. Aber die Bälle. Die Bälle. Ich krieg keinen Winkel. Das zählt immer noch nicht. Nee. Nö. Nö. Alter, wir reiten auf der Welle. Soll ich jetzt einen Schatz oben bei denen? Hallo, lad mal nach! Wie lange soll ich noch eher drücken? Ne, sind die, oder? Ne, wir stehen bei mir. Aber wir werden durchspringen. Aber der schießt sie wieder auf mich. Alter! Boah, Junge! Hör auf, mir mal ins Gesicht zu schießen. Die drehen sich mit jetzt. Hallo! Was ist denn so weniger auf dem Schiff bei denen da? Alter! Jetzt! Jetzt reicht's! Ich ruf die Polizei. Oh, ist halt weg. Out. Oh nein. Ah, oh, die haben eine Giftkugel geschossen. Au. What? Oh, fuck. Die haben unsere Maske getroffen. Und mich auch. Hier, ich lösche euch. Trifft ihn weg von uns. Der hat mich von unten geballert. Da ist ein Holzklettschiff. Ein Dreiermaster. Ich hoffe. Au, da ist noch eine Schlange. Hi.
Autsch. Ja, die haben gerade Aimbot. Wo die jetzt? Die wollen jetzt nicht rübergehen. Border. Jetzt denkt die. Oder was? Jetzt werden drüben. Jetzt wird gefightet. Oder Schiff brennt. Oh nö, ey. Die kann ich nicht fighten. Weil rate, was hier gerade ist. Ich ja, weiß, ne? Der hat mich voll erwischt, der Junge. Weißt du, da möchte man einmal boarden und dann kommt sowas. Jetzt haben wir hier Gottmode. Stehen. So. Schon wieder Tag. Darf ich jetzt wieder drüber? Wo ist er denn? Ah, die sind vor dem Brennen. Hast du den denn hier gerichtet? Jetzt brennen sie nicht mehr. Ah, sind runtergegangen. Level 2. Alter, wir haben voll unseren Mast getreten. Was liegt bei dir auch dieser Schatz da? Oder ist er im Wasser hinter dem? Vor mir war nun. Dahinter ist ein Schiff. Deswegen sage ich ja, ist das jetzt vom Schiff schon oder ist das jetzt dahinter einfach so? Das ist eine Flaschenpost irgendwie drin, ja. Es fliegt in der Luft, das ist ja nicht im Wasser. Vor uns. Munitionsbeute ist. Alter, guck mal, wie viele Munitionsbeute hier nach oben geschwemmt worden sind. Wir haben einige erledigt damit. Alter, wieso war ich eigentlich noch so schnell? Das ist ja nervig. Ich muss ins Wasser und Jensen. Stufe 3? Ne, noch nicht. Aber doch müssten wir werden, denn wenn wir die Schäde auf dem Boot geholt haben, dann haben wir es. Links noch das Krug, Chuckbait-Tuch, da haben wir eine Schatzkarte noch. Ich wette, wir wäre jetzt sicherlich unsere Hauptmission. Ach, das kriegen wir schon hin. Also, wir müssen ja eh zwischen Crook's Mess und Crook's Hollow, also wir müssen ja eh essen. Aber Crook's Hollow müssen wir eh vorbeikommen. Hier müssen wir nämlich hin. Wir erst nach Chuckbait, dann noch hoch nach Snack gefahren. Dann Crook's Hollow rechts und dann können wir nach oben. Also wir fahren jetzt nach Nordwesten, nach Sharkbait.
dieses Ruderboot, das ist so schön gemütlich. So, was fressen will ich? Was haben wir denn hier? Banane. Ja. Ich muss mich erinnern, ich muss sagen, es wäre lustig, wir haben doch damals die dunkle Brüder, nicht die dunkle Brüderkisten, das eine Samet war damals. Ja. Die halt nur 20 gaben. Und ich muss sagen. 24. Ja, bis maximal 24. Ich muss sagen, ich hätte so gerne gesehen, wie die sich dann versucht haben, die ganzen Kisten einzusammeln. Die Typen. Haben sie nicht, die sind ja abgedreht. Auf der Seite ist der Schatz. Was ist da denn für Fressen drin in der Kiste? Oh, so viel Holz auch noch. Tick. Junge, nimm die scheiß Dreizecke, ey. Da ist noch ein Dreimaster. Skelett. Ich weiß, ich glaube von der Sache, wo wir gekämpft haben. Ich weiß, aber der ist jetzt, der kommt gerade so ein bisschen auf uns zu, wenn wir uns beeilen. Bin ich hier richtig? Du bist hier richtig, ja. Die Seite müsste die richtige sein. Du musst halt in die obere Sache. Du bist hier zu weit unten. Du musst weiter in die Mitte. Ach, hier sägt das. Okay. Und was ist das? Alter! Richtig guter Schatz, den wir hier gekriegt haben. Ich glaube, das ist weniger wert als den antiken Kelch, den ich hier gerade einfach so am Strand gefunden habe. Hätte ich auch gemacht, einfach wie eine Buddel Ding. Und einfach weitergegeben. Hier, nehmt, macht ihr das. Ihr könnt das haben. Bis hätte ich benutzen können, um auf das Skelettschiff raufzugehen. Jetzt sind hier mal schnell noch Piraten-Captain. Noch fix eine Mission zu kriegen. Hier ist noch ein Ruderboot. Na, die Mangos nehme ich gerne mit. Und die Granaten.